Herr Thoma, was für ein Vortrag. Am Ende Standing Ovation und das Publikum war wirklich mitgerissen von Ihrem Vortrag. Was war das für ein Gefühl, hier das erste Mal an der AZK zu sprechen und was war das Eindrücklichste für Sie? Ich war noch nie hier und habe es nicht gekannt. Und natürlich eine tolle Stimmung. Und was mich so begeistert hat, dieses Jung und Alt und Kinder und also wirklich alle, du hast das Gefühl, alle Altersgruppen, Menschen aus allen Ländern und Lebenssituationen, ganz toll. Ja. Wie wichtig sind Ihnen solche Vorträge, solche Veranstaltungen? Ich habe gesehen, Sie haben auch schon öfter irgendwo Vorträge gehalten. Wie wichtig sind Ihnen solche Veranstaltungen? Mein Gott, ich bin kein Vortragender, das ist nicht mein Beruf. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten gebe ich das, was ich bekommen habe, gern weiter. Und das ist ein Geben und Nehmen und so sehe ich das. Ja. Sie sagten auch in Ihrem Vortrag, Sie seien ein Werkzeug, das eine Botschaft vermitteln möchte. Was ist diese Botschaft, die Sie vermitteln möchten an die Menschen? Na, also irgendwie bin ich vielleicht sowas wie ein Botschafter der Bäume. Aber weil es einfach, die Natur hat uns so viel zu sagen. Und nicht nur zu sagen, die Natur macht uns so großartige Angebote. Und es ist schade, dass wir das vielfach übersehen. Und das meine ich jetzt nicht nur im romantischen Sinn oder so im philosophischen Sinn, sondern ganz praktisch. Wenn wir auf die Natur setzen, dann leben wir tatsächlich besser. Und dann wird das Ganze auch enkelkindertauglich. Und dann hören wir mit dem Raubbau auf, dann hören wir mit der unsinnigen Wegwerfwirtschaft auf. Dann kommen wir in völlig andere Lösungen. Also ich bin ja ein Techniker, ich komme aus der Bauwirtschaft. Mir geht es darum, dass ich gesunde, abfallfreie, energieautarke Häuser baue. Das ist der größte Friedensbeitrag, den ein Mensch leisten kann. Den jeder leisten kann, ist, dass er sich unabhängig macht. Dass wir uns hier ein gutes Leben schaffen und nicht, dass unser Leben nur dann funktioniert, wenn wir andere Völker und andere Länder ausplündern. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, welche Kreisläufe wir haben, was uns der Wald anbietet und das ganz praktisch ins Leben hineinnehmen und umsetzen. Wurscht, ob ich mein Schlafzimmer so gestalten will, dass ich besser schlafe und gesund wird oder ob ich ein Haus baue für die Familie oder als Alterssitz oder ob es um Ernährung geht oder ob ich eine Salbe für meine Verwundung mache. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Segen der Natur in sein Leben zu lassen. Sie sprachen davon, dass Sie auch gerade auf Ihre Bücher auch immer wieder Kritik bekommen haben. Welche Art von Kritik war das und von welcher Seite kam er am meisten? Ja, ich war freilich. Wie ich jung war und begonnen habe, da war ich auch noch sehr ungestüm und sehr undiplomatisch. Ich glaube, das darf man auch als junger Mensch, das soll man auch machen. Und ich war fassungslos, wie ich begriffen habe, was die Industrie in der Bauwirtschaft macht. Wie bedenkenlos da giftige Chemikalien eingesetzt werden. In meinem Fall in der Holzindustrie, die Klebstoffe oder belastende Materialien in der Bauwirtschaft. Und das habe ich ungestüm kritisiert und beim Namen genannt. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man Geschäftsmodelle, mit denen Milliarden gemacht werden, kritisiert. In meiner Jugendzeit oder im Beginn meiner Berufslaufbahn war es üblich, dass man Holz mit hochgiftigen Holzschutzmitteln vergiftet hat. Wo man genau weiß, krebserregend, alle negativen Folgen für Mensch und Umwelt. Und wir haben gesagt, das ist ein Wahnsinn, das darf man nicht. Heute gibt es das eh nicht mehr. Aber bis es zur Erkenntnis kommt, wirst du halt einmal bekämpft. Und das Gleiche ist mit meiner Kritik an den Leimen und an der Bauchemie. Wir zeigen ja, dass man ein Haus auf höchstem technischen Niveau, auf höchstem Niveau unserer Normen, ohne komplizierter Technik, ohne Dämmstoffe, ohne Chemikalien bauen kann. Und das ist das Beste, was man tun kann. Kritik, die theoretisch geäußert wird, ist wertvoll, aber noch wertvoller ist, wenn es gelebt, wenn es getan wird, wenn es am Beispiel gezeigt wird. Und was motiviert Sie, oder was hat Sie motiviert, trotzdem weiterzumachen, obwohl Sie so einen Gegenwind bekommen haben? Und was hat Ihnen die Kraft dazu gegeben? Wir haben kleine Kinder gehabt und ich habe immer gesagt zu meiner Frau, wir müssen das für unsere Kinder tun und für alle Kinder dieser Welt. Wir haben eine intakte Welt, eine intakte Schöpfung geschenkt bekommen. Und wenn man was geschenkt bekommt, hat man auch die Verpflichtung, darauf zu achten. Und wir waren immer felsenfest davon überzeugt, dass es nicht der Lebenssinn ist, einen maximalen Geldhaufen anzulegen, sondern
dass man Geld, ich bin nicht gegen Geld. Man, natürlich muss man seine Wirtschaft in Ordnung halten. Aber das eigentliche Ziel ist es, andere Werte im Leben zu suchen und zu finden. Sie haben für den Satz, den Sie gesagt haben, die Bäume sind die stärksten und am überlebensfähigsten, die am meisten geben. Für diesen Satz haben Sie dann doch noch einen kräftigen Applaus bekommen. Warum? Was glauben Sie, dass das Publikum so daran begeistert hat? Ich glaube, dass immer mehr Menschen, die bewusst sind, auch auf verschiedenen Ebenen, auf der ökologischen Ebene, auf der spirituellen Ebene oder einfach auf der Herzensebene mit den Mitmenschen, dass immer mehr Menschen spüren, dass die Konzepte, die uns heute vorgesetzt werden, die Konzepte einer Wegwerfwirtschaft, wie ich erwähnt habe, oder die Konzepte, wo der Mensch, wo der Einzelne nur mehr als Produktionsfaktor oder als Konsument gesehen wird, das spüren die Leute, dass das nicht zielführend ist, dass uns das als Menschheit nicht vorwärts, sondern rückwärts bringt. Und das ist das, was, denke ich, wo wir alle gemeinsam nach Alternativen suchen. Und eine der großen gelebten, erfolgreich gelebten Alternativen, das ist die Natur selbst. Die Natur lebt Kreislaufwirtschaft. Die Natur zeigt uns, dass es zwar aus unserer Sicht grausige Situationen gibt, aber am Ende doch auch die Schwachen befördert werden. Dass gemeinschaftlich agiert wird. Dass sozusagen als Organismus agiert wird und nicht als Ellenbogen-Ego-Gesellschaft. Und das sind mutmachende Beispiele und sicher auch Vorbilder für uns Menschen, die wir überdenken können und die wir in unser tägliches Leben einbeziehen können. Sie haben viele Dinge erwähnt, die im Wald wirklich sehr faszinierend sind und wovon wir uns auch ein Beispiel nehmen könnten. Was ist das Gewichtigste oder was denken Sie, was das Gewichtigste wäre, was wir als Menschheit lernen müssten oder als nächsten Schritt? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, es gibt da so vieles, aber wir müssen einmal grundsätzlich begreifen, wir sind nicht allein und isoliert. Wir sind mit allem verbunden. Wir sind nicht isoliert und verlassen und ungeliebt. Wir sind ein geliebter, sinnvoller Teil des Ganzen. Und wenn ich das in mir wirklich spüre, dann fallen die Ängste von mir ab, dann werde ich handlungsfähig und dann werde ich auch handlungsfähig für das Gemeinwohl, für die anderen, für das Miteinander. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen noch sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Ihnen auch. Und uns gemeinsam. Ja. Dankeschön. Danke.